Hallo, good morning und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich freue mich voll, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Montag. Ich bin irgendwie an Montagen immer richtig motiviert. Keine Ahnung wieso, ich starte immer richtig gerne in die neue Woche. Ich merke auch so, dass meine Motivation nachlässt, je weiter es die Woche voranschreitet. Ich habe heute ein Lerndate in der Uni. Das finde ich richtig gut, weil ich glaube, ja, dass es mir so ein Raumwechsel auf jeden Fall richtig gut tun wird. Und heute ist das Wetter richtig Katastrophe, also es regnet richtig krass. Ich muss jetzt eh noch schauen, wie ich mit meinen Locken mache, weil ich habe keinen Regenschirm. Ich packe jetzt meinen Rucksack und dann geht es für mich los in die Uni. Klamotten geschmissen. Oh, es ist richtig kalt draußen. Aber egal, wir machen das Beste draus. Ich muss heute eh den ganzen Tag lernen, deswegen alles halb so wild. Ich mache mir jetzt was zum Essen. Also ich habe jetzt am Vormittag Statistik gelernt. Also ich habe ja noch zwei Klausuren. Einmal Statistik und bei Statistik rechnen wir mit dem Programm R. Und da haben wir Gott sei Dank ganz, ganz viele Altklausuren zur Verfügung. Das heißt, ich rechne da einfach ganz viele Altklausuren durch, weil da viele Altfragen kommen. Das ist die einzige Prüfung in dem Studium, wo wirklich auch Altfragen kommen, was nice ist. Und das zweite ist Tourismus. Und bei Tourismus ist es so, dass ich einfach ganz viel lernen muss. Fange ich jetzt gleich an. Ich mache mir jetzt aber was zum Essen und zwar, es muss schnell gehen, deswegen Risotto. So, ich hatte jetzt mein Mittagstief. Für alle, die mir immer schreiben, dass ich immer motiviert bin und dass ich, wie ich es schaffe, den ganzen Tag irgendwas zu machen, mache ich nicht. Aber klar, ich verstehe voll, dass es so aussieht, weil ich meistens in den Videos halt euch zeige, wenn ich was mache, logischerweise. Aber wenn ich jetzt so 2 Stunden an meinem Handy bin und quasi nichts mache, dann ist das ja auch nicht spannend für die Kamera. Aber ich sag's euch jetzt, ich hatte jetzt 2 Stunden, wo ich wirklich nichts hinbekommen habe. Ich habe das aber fast jeden Tag, dass ich so ein leichtes Mittagstief habe. Ich finde das aber nicht schlimm. Also man kann ja mal nichts machen. Und jetzt habe ich eine kleine Forest-Session angekündigt. Das heißt, ich lege jetzt gleich mein Handy für 90 Minuten weg und werde jetzt Tourismus lernen. Ich habe jetzt auch einen Kaffee gemacht, habe es mir cozy gemacht. Es ist nämlich richtig grausam draußen. Und deswegen möchte ich einfach in meiner Decke lernen. Und ich gehe jetzt die Folien ein bisschen durch. Let's go. Oh Mann, das steht auf Englisch da. He's not... Ich habe jetzt eine Zusammenfassung erstellt, also ich habe jetzt mir vorgenommen, es gibt insgesamt 5 Vorlesungssets, die ungefähr immer aus 60 Seiten bestehen und es gibt dann auch noch einen Pro-Seminar-Teil, aber ich gehe jetzt zuerst den Vorlesungsteil durch und werde jeden Tag eine Vorlesung zusammenfassen und das dann auswendig lernen, also das ist wirklich nur eine auswendig Lernklausur, da gibt es nichts zu rechnen. Was ganz gut ist, weil ich das ja gleichzeitig mit Statistik lerne, dass ich da nicht durcheinander komme. Und genau, ich habe jetzt eben hier diese Zusammenfassung geschrieben und ich versuche ungefähr pro Zusammenfassung 6 Seiten zu machen. Also, dass ich ein Vorlesungsset auf 6 Seiten kürze. Ich finde das so viel motivierender, wenn man 6 Seiten lernen muss als 60 Seiten. Und bei dem Foliensatz ist wirklich so wenig auf einer Folie drauf, deswegen passt das richtig gut. Und ich muss auch sagen, dass es richtig interessant ist. Also es ging jetzt
um Konsumverhalten bei der Werbung, was für Faktoren mitspielen bei Werbung. Und viele fanden das halt nicht wirklich interessant, aber ich finde das irgendwie voll interessant, also wie uns Werbung beeinflusst und wodurch wir durch Werbung beeinflusst werden. Da spielen so viele Faktoren mit, die man gar nicht so bedenkt, und das fand ich irgendwie voll interessant. Also ich habe mich gerade echt leicht getan, das auswendig zu lernen. Und jetzt mache ich kurz eine Pause, weil ich bin jetzt eigentlich voll mit meinem Kopf, aber ich glaube, dass das voll die gute Herangehensweise ist. Und dann wiederhole ich einfach immer am Anfang und gehe dann den nächsten Foliensatz durch. Und ich glaube, das passt auf jeden Fall. Also es gibt insgesamt 8 mit dem Pro-Seminar-Teil noch mit dabei. Und ich habe jetzt noch 2 Wochen, ich habe heute genau noch 2 Wochen für die Klausur zu lernen. Also da habe ich auf jeden Fall dann einen Tag eine Klausur und dann habe ich immer noch Zeit zum Wiederholen. Also ich glaube, das passt auf jeden Fall ganz gut. So, ich freue mich jetzt richtig auf eine Runde Sport. Ich habe meine Sportklamotten angezogen und wollte heute auf jeden Fall Beine trainieren mit Gewichten. Ich habe gestern Arme und Oberkörper trainiert und ich habe so einen krassen Muskelkater, dass ich sehr gespannt bin, wie ich das jetzt machen werde, wenn ich Squats mache und die Gewichte und so halte. Aber naja, mal schauen. Vielleicht muss ich da auf jeden Fall ein bisschen kreativ werden, aber ich freue mich richtig auf ein bisschen Bewegung. Und ja, nehme ich euch mit. Ja, ich nehme euch mit. Dann wird's cringe. Egal. Hauptsache, davor rede ich schlau. Ich habe genau nichts mit der Kamera mitgefilmt, weil es war so viel los, aber das hätte ich mir auch irgendwie denken können. Jetzt bin ich heimgesprintet und nehme mit Pauline einen Podcast auf. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit... She said I won't be back in a while. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said, I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I'll let her go. I have lost my way in the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. Yeah. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it. I have said I can take it. But I think you should let me go. Cause I need some time. Hallo, heute ist ein neuer Tag. Es ist ein bisschen cringe, in der Öffentlichkeit zu filmen. An der Uni. Aber naja. Auf jeden Fall ist richtig schönes Wetter. Ich hätte heute schon 3 Stunden gelernt. In der Uni tut mir richtig gut, so ein bisschen woanders zu lernen, außer zu Hause. Jetzt gehe ich nach Hause und räume ein bisschen auf und dann starte ich mit dem Modul 2. Genau. Aber wie schön es heute ist. Richtig, richtig nice. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nicht den Bus zu nehmen, sondern nach Hause zu spazieren. Ich habe hier einen Iced Coffee gemacht, habe mich in comfy Sachen geschmissen und jetzt möchte ich so ein bisschen... ich muss mein Video schneiden. Ich wollte eigentlich Mails beantworten, aber mein Video muss ich noch zu Ende schneiden, das dann hochladen, damit das heute online gehen kann. Das mache ich jetzt sofort. Ich habe mir jetzt was zum Mittagessen gekocht. Richtig nice, einen Salat mit Spargel. Und ja, alles, was ich da hatte. Nom nom. So, ich bin wieder in meinem Mittagstief hängen geblieben. Ich gehe jetzt eine Runde raus. Es ist richtig schlechtes Wetter die ganze Woche schon. Was ist los? Wo ist der Sommer geblieben? Ich frage es mich wirklich. Ich gehe jetzt auf jeden Fall los und wollte so Kaffee kaufen, Kleinigkeiten kaufen. Morgen bin ich auf einen Ball, da freue ich mich schon. Da wollte ich auch noch ein bisschen was besorgen. Und ansonsten habe ich heute das erste Showtraining, also das erste Showtraining für Female. Ich muss sagen, ich habe so Respekt vor diesem Auftritt. Ich bin da so,
Ich glaube, ich war noch nie so lange auf der Bühne. Ich glaube, ich habe ungefähr etwas mehr wie 45 Minuten reines Tanzen. Und ja, mal schauen, wie das wird. Aber ich glaube, ganz cool. Also ich versuche mir da jetzt keinen Stress zu machen. Ich habe nämlich schon so ein bisschen negative Gefühle, was so Auftritte betrifft. Weil das früher, also ich tanze ja schon ziemlich lange und hatte dann auch eine Pause dazwischen, einfach weil ich davor immer so viel Druck hatte und ja, einfach so ein paar negative Gefühle mit Auftritten verbinde. Und die wollte ich durch positive Gefühle ersetzen. Und der Ball, wo wir im Januar aufgetreten haben, da habe ich auch einen Vlog dazu gedreht, das war halt ein mega positives Erlebnis. Das war so richtig, richtig, richtig nice. Und genau sowas möchte ich wieder haben. Jetzt ist halt das so eine Nummer größer nochmal, weil ja einfach viel mehr Menschen kommen und dass es nicht so ein Ball ist, sondern wirklich ein Tanzauftritt, wo Menschen Geld bezahlen, damit die Zuschauer kommen. Also schon nochmal irgendwie krasser. Ich werde jetzt auf jeden Fall losstarten und eine Runde rausgehen. So, ich bin jetzt wieder hier und wollte euch einen kleinen Haul geben. Also ich habe ein bisschen was gekauft, damit ich mich morgen gut schminken kann. Und ich wollte ein bisschen was Neues ausprobieren. Ich habe einmal so ein Fixing Spray von Catrice gekauft. Das ist so ein Shine and Fixing Spray. Dann habe ich mir so ein paar Rouge-Sachen gekauft. Einmal von Catrice, einmal von Maybelline. Ich teste die mal aus. Dann habe ich mir einen Lippenstift gekauft. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Lippenstift gekauft habe. Ewigkeiten her. Und so ein Banana Setting Powder. Dann habe ich nur meinen Lieblingsparfüm nachgekauft. Das mache ich gleich auf. Ich bin kein Lippenstiftmensch. Aber vielleicht passt es morgen zum Outfit. Ich bin echt gar kein Lippenstiftmensch. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Jetzt geht's los zum Tanztraining. Ich freue mich richtig. Das ist mein Outfit, richtig unspektakulär heute. Ich habe einen Sport-BH angezogen und diese weite Hose. Und yes! I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go, 'cause I need some time, it has been too long since I got any sleep, yeah, it's been a while. Sometimes, I need some time. Sometimes.